Hallo, mein Name ist Petra Hess aus der Klasse 19.2. Heute habe ich das Thema Vitalwerte, Puls und Blutdruck messen. Ich erkläre Ihnen jetzt Schritt für Schritt, wie die Durchführung vonstatten geht. Schritt 1. Hände desinfizieren und die Patienten informieren über mein Vorhaben. Herr Hess, ich würde gerne bei Ihnen Blutdruck messen und Puls. Wäre das für Sie in Ordnung? Das ist für mich in Ordnung. Ja. Zweiter Punkt, Kontrolle gemäß der R-Regel. Erstens richtiger Patient, zweitens richtiger Zeitpunkt und drittens richtige Körperstelle und viertens richtiger RR-Manschettengröße. Dritter Punkt und vierter Punkt, Puls fühlen und Puls messen. Dafür brauchen wir die drei Fingerkuppen, und zwar von dem Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, und drücken leicht auf die Arteria radialis an. Und zum Messen brauchen wir eine Pulsuhr oder auch eine Uhr mit Sekundenzeiger. Und in der Regel nehme ich es 15 Sekunden und dann mal 4 den Wert. Wären wir jetzt bei 76. Noch ein kleiner Hinweis. Patienten, die arrhythmischen Puls haben, wäre es sinnvoll, eine Minute durchzumessen, um einen genauen Wert zu haben. Fünfter Punkt wäre dann, die Messwerte zu dokumentieren. Das wäre dann hier. Ich habe mir jetzt einen Block vorbereitet oder einen Zettel mir geholt, um das alles aufzuschreiben. Und der Patient, Herr Hess, hatte einen Puls von 76. Punkt Nummer 6, Geräuschquellen ausschalten. Sei es das Radio, das Fernsehen und die Fenster schließen, wenn sie offen sind. Den Patienten darum bitten, während der Messung nicht zu sprechen und still zu sitzen, damit man später dann auch beim Hören, beim Blutdruckmessen besser hören kann. Die Systole und die Diastole. Nun kommen wir zu Punkt 7 und Punkt 8. Punkt 7 ist, ich informiere jetzt den Patienten, dass ich jetzt die Messung durchführe. Herr Hess, ich führe jetzt bei Ihnen die Messung durch. Dazu muss die enge Kleidung ein bisschen weggemacht werden oder hochgekrempelt werden. Das machen wir jetzt mal. Und dann bitte ich den Herr Hess, den Arm Herzhöhe und den Ellenbeuge auch Richtung Herzhöhe zu machen. Kommen wir nun zu Punkt 9, Manschette anlegen. Wichtig ist, dass ich bei der Manschette die ganze Luft rausmache und während ich die Luft rausdrücke, Ventil auflasse. Und wenn ich die Luft rausgedrückt habe, schließe ich unten das Ventil und lege dem Patient, Herr Hess, die Manschette an. Wichtig ist, wenn ich die Manschette anlege, 2 bis 3 cm über die Ellenbeuge. Wichtig ist, wenn man eine Manschette anlegt, dass man sogar 2 bis 3 cm über die Ellenbeuge ist und dass der Schlauch seitlich vom Arm abgeht, damit es keine Verfälschungen des Wertes gibt. Schritt Nummer 10, ich tue mein Stethoskop in die Ohren und überprüfe, ob mein Membran auch funktioniert. Funktioniert. Kommen wir nun zu Punkt 11, 12 und 13. Ich pumpe die Manschette auf, fühle währenddessen den Puls und pumpe so lange, bis ich den Puls nicht mehr spüre. Wären wir bei 130. Ich mache nochmal 30 mmHg mehr. Dann sind wir bei 116. Lege mein Stethoskop an und lasse dann 2 bis 3 mmHg pro Sekunde aus. Wenn ich den ersten Puls höre, ist es der erste Wert, das wäre dann die Systole. Und der letzte Wert wäre die Diastole, wenn ich nichts mehr höre. Und lasse dann die Luft raus. Und Schritt Nummer 14,
die Werte notieren. Der erste Schlag Systole, der war bei 130. Und der letzte Schlag lag bei 70. Das wäre dann die Diastole. Schritt Nummer 15, die Luft rauslassen. So, ich nehme die Manschette ab des Patienten und richte die Kleidung. Kommen wir nun zum letzten Punkt des Wehrpunkts 16, die Nachbereitung gemäß R-Regel. Richtiges Risikomanagement, richtige Dokumentation, richtige Hygiene und richtige Aufbewahrung. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen.